herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Feuerlein kocht wertvoll aus dem Kochstudio Franklin Friedrichshafen. Heute mit unserem Gast Niki Moser vom Weingut Sepp Moser im Kremstal. Ja, habe ich das richtig? Sehr, sehr spannende Geschichte. Wir haben natürlich die Weine auch da zum Probieren. Und du hast uns was ganz Besonderes mitgebracht, das wir jetzt dann gleich zubereiten werden. Was haben wir da? Ein böhmisches Waldschaf. Böhmisches Waldschaf, genau. Wir haben selber Schafe. Und zwar ist das eine alte, gefährdete Haustierrasse. Böhmisches Waldschaf eben. Das ist eine Rasse, die kann man bis zu den Kelten zurückverfolgen. Und die waren in den 60er Jahren fast ausgestorben. Und dann hat es ein Zuchtprogramm gegeben. Oder das gibt es nach wie vor. Und wir haben 17 von den ungefähr 1000 Tieren, die heutzutage von dieser Rasse in Österreich. Ach schön. Hängt es dann auch damit zusammen, dass ihr ein Demeter-Betrieb seid? Weil ich glaube, Demeter hängt immer auch mit Tieren zusammen, dass da alles so einen Kreislauf gibt. Oder? Zu einem richtigen Demeter-Betrieb gehören natürlich ein paar Tiere dazu. Gerne. Also ich sage, wir braten das jetzt wir braten das jetzt schön an, nehmen es kurz raus und braten das Gemüse an. Du sagst und dann, Stopp. Ja, machen ein bisschen rein. Okay. Ja, das geht passt? Gut. Ja, passt. Okay. Gut. Genau. Und dann werden wir das bisschen Salz verträgt es noch, dass es richtig schön einmassiert ist. Ja. Wunderschönes Fleisch, ich habe es schon gesehen, also ich freue mich riesig drauf. Ganz klasse. Sollen wir das schön anbraten und dann kurz raus. Dann haben wir ein paar Abschnitte davon, die braten wir an, tun sie mit dem Gemüse zusammen rösten. Bisschen Tomatenmark und natürlich ein Sepp Moser, nehmen wir ein Zweigel, das gönnen wir unserem tollen Schaf, das hat es wirklich verdient. Das passt da gut zusammen. Ja, und dann schauen wir, dass das in den Ofen kommt. Okay. Machen einen, ja, wie soll man sagen, kein Kartoffelgratin, sondern eigentlich Bäckerin-Kartoffeln. Bisschen abgewandelt. Bäckerin-Kartoffel, Unterschied zum Kartoffelgratin ist, dass keine Sahne verwendet wird, sondern aromatischer Fond. Und den haben wir hier schon angesetzt. Ja. Wir haben jetzt Geflügelbrühe genommen, könnte man jetzt in dem Fall natürlich super eine Lammbrühe nehmen, wenn man denn eine hätte. Wir haben jetzt auch schön Rosmarin, Thymian, den auch du mitgebracht hast von einer Kräuterschnecke. Ich bin heute in der Früh nur um 6 Uhr rausgegangen und habe geschnippelt in Taschen. Wenn das nichts wird. Knoblauch und ordentlich gewürzt auch, dass es eine Kraft hat, weil so wie die Brühe schmeckt, so schmecken dann unsere Kartoffeln. Ne? Du kannst derweil schon mal hergehen und kannst die Zwiebel so unten in der Pfanne schichten. Ja. Haben wir es mit der Knoblauchzehe ausgerieben, ein bisschen Rosmarin, Thymian rein. Dann kommen die Zwiebel richtig dicht an dicht. Dicht an dicht, okay. Und das ist eine, wie gesagt, eine Roscoff-Zwiebel aus der Bretagne. Wunderbar, ganz toll zum Essen auch. Und die machen wir jetzt richtig dick da rein. Und die gart, schmort. Gibt tollen Geschmack ab, wird dann weich und mit den Kartoffeln zusammen müsste eigentlich super sein. Bestens. So, unser Fett ist heiß. Bin jetzt erst ganz kurz auf der Fleischseite. Tun die Parüren oder die Abschnitte schon rein. Und da brauchen wir noch mehr Zwiebel, kann man die zwei gerade noch schneiden, so wie die einfach in dicke Scheiben und den Boden damit auslegen. Braten wir dabei das Lamm an. Für Weingut Sepp Moser, aber mir ist da auch ein Lenz Moser in die Quere gekommen. Ja, Lenz Moser war mein Großvater. Okay. Der hat auch die gleichnamige Firma gegründet, die nach wie vor heute existiert. Sepp Moser ist der Betrieb, den mein Vater dann weitergeführt hat. Das ist praktisch der familieneigene Weinbaubetrieb. Der große Unterschied ist der, dass wir ein reiner Produktionsbetrieb sind und unsere Weine gibt es nicht im Supermarkt. Sondern Lenz Moser ist ein Handelsbetrieb. Die haben zwar auch ein paar Weingärten, aber bei uns ist das ausschließlich eigene Produktion und auch Demeter-zertifizierte Weine. Und Sepp Moser ist ja auch, oder? Oder ist nur Lenz Moser Demeter-zertifiziert? Nein, Lenz Moser ist nicht Demeter-zertifiziert. Okay. Lenz Moser ist also das größte Weinhaus Österreichs. Die Weine gibt es sehr viel in den Supermärkten, also nicht nur in Österreich, sondern auch in Deutschland und in anderen Ländern. Unsere Weine gibt es prinzipiell nicht im Supermarkt. Und die sind Demeter zertifiziert? Die sind Demeter zertifiziert, Ja, man, das ist natürlich auch eine Herausforderung, oder? Also es bedeutet wesentlich mehr Arbeit, nehme ich jetzt mal an. Ja, das bedeutet mehr Arbeit, aber gute Dinge brauchen etwas mehr Arbeit. Ne? Diese Handwerklichkeit ist uns unheimlich wichtig. Ja, aber es ist ja schön, dass es wieder viele Betriebe gibt, die dort auch hin zurückgehen und nicht in die andere Richtung gehen. Ja. Ich glaube, das ist eine neue Entwicklung. Es gibt entweder, die Weingüter werden immer größer und gehen dann in eine eher industrielle Richtung oder man versucht, oder das, wieder ganz es gibt extrem. Dann welche, die halt ganz bewusst zurückgehen in mehr Handwerklichkeit.
Im Endeffekt ist es dann biologisch oder biodynamisch. Mhm. Ja klar, ich meine auch jeder Produzent von Lebensmitteln, der wirklich Wert auf das legt, was er macht, ja, der wird zwangsläufig dahin zurückgehen. Ja, genau, machen wir einfach so dickere Scheiben, kannst du ein bisschen schräger schneiden. Okay. Und dann kleiden wir die Pfanne damit aus. Ja. Und darum sage ich auch immer, dass wenn du ab einer gewissen Qualität, da ist es wirklich egal, um was es sich handelt im Lebensmittelbereich, ob es Wein ist oder Fleisch oder Gemüse, ja, wirst du dahin kommen. Ja. Und da spielt dann Bio, also dieses Bio-Zertifikat, eigentlich keine große Rolle mehr, weil die Leute oft schon über dem sind, was vom Bio-Zertifikat verlangt wird, nehme ich an. Also ursprünglich war mir das Bio-Zertifikat nicht wichtig, aber dann ist mir aufgefallen, dass es doch einige Weingüter, das steht praktisch in jedem Weinbauprospekt drinnen, wir arbeiten nachhaltig und quasi biologisch und so. Bei manchen stimmt es dann doch nicht ganz so. Okay. Und deswegen haben wir uns dann entschieden, doch uns zertifizieren zu lassen, und zwar der Demeter. Man sagt, der Demeter ist die Landwirtschaft der Zukunft. Ja, genau. Das ist sehr minimalistisch. Das beschränkt sich auch nicht nur rein auf den Weinbau in unserem Fall, sondern der Demeter ist auch immer die Verarbeitung mit einbezogen in die Philosophie. Ja, und speziell halt auch die Aufbereitung des Bodens und des Düngens. Ja, wird sehr viel mit homöopathischen Mitteln, glaube ich, auch gearbeitet. Homöopathie zum Teil, aber diese Demeter-Wirtschaftsweise ist quasi so etwas Ähnliches. Hat sehr viel mit homöopathieähnlichen Aktionen zu tun. Mhm. Also man verwendet einige Präparate, die in sehr, sehr kleinen Mengen auf den Boden ausgebracht werden, zur Bodenbelebung oder auch auf den Mist, oder? Hornmist und Kiesel. Genau, das sind diese wichtigsten Präparate bei Demeter. Im Prinzip ist das Bestreben des Bauern, ganz egal, ob das jetzt ein Weinbauer ist oder ein sonstiger Bauer, eine möglichst gute Balance zu erzielen zwischen Kulturpflanze und der Umwelt, bis hin zu den Konstellationen. Ein perfekter Demeter-Betrieb wäre auch ein Betrieb im Kreislauf. Das heißt, ein perfekter Demeter-Betrieb hätte Ackerkulturen, Dauerkulturen wie Weinbau oder Obstbau. Der dann auch für die Tiere das Futter selber anbauen würde, zum Beispiel, und dann den Tiermist auch wieder als Düngung auf die Felder bringt, oder? Das geht natürlich heutzutage nicht mehr so leicht für so spezialisierte Betriebe, wie das halt seit den 60er Jahren entstanden ist. Ne? Mhm. Früher waren das alles gemischte Betriebe, heutzutage ist das wie bei uns, wir sind also ein Weinbauspezialist, aber wir haben eine rechte Freude dabei, ein paar Tiere zumindest zu haben, nämlich die Schafe. Ja, super. Und profitieren wir natürlich heute in enormem Maße dafür. Aber kann man jetzt generell sagen, was einen Demeter-Wein auszeichnet? Gibt es da irgendwelche Kriterien? Oder ist es nur so, dass man sagt, okay, man hat halt das Bewusstsein und es ist halt wirklich von Grund auf gut, der Wein, und ist bekömmlicher? Oder an was könnte der weintrinkende Laie, sage ich mal, das festmachen? Das war von vornherein unser Ansinnen, also nicht nur umweltschonender zu arbeiten, sondern auch möglichst individuelle Weine zu machen. Mhm. Weil jeder spricht ja beim Wein von Terroir sozusagen. Manchmal ist mit dem Terroir aber nicht weit her, wenn halt Herbizide verwendet werden und wenn der Boden nicht mehr lebendig ist. Das braucht es halt, einen lebendigen Boden, um wirklich den Ausdruck der Regionalität in den Weinen zu zeigen. Ja, das sollte sich ja auch im Wein dann widerspiegeln, wo er gewachsen ist. Genau. Und ich habe vorher kurz angesprochen, dass bei Demeter ja auch die Verarbeitung mit hineingenommen wird in die Philosophie. Das heißt, im Fall von Wein ist es so, dass so wenig wie möglich manipuliert wird. Unsere Weine sind alle spontan vergoren. Wollte ich gerade fragen, genau. Es gibt keine Hefenersalze, es gibt keine Mostkonzentration, es gibt keine Enzyme. Sehr viele Dinge, die heutzutage in konventionellen Kellern verwendet werden, die gibt es halt bei uns nicht. Also im Prinzip die gleichen Kriterien, was eine sehr gute Küche auch ausmacht. Genau. Ja? Also wenn man ein gutes Grundprodukt hat, da braucht man nicht viel Schnickschnack rundherum. Also wir haben jetzt da das Fleisch rausgenommen. Und die tue ich dann da auch noch rein. Alle schön in Schichten, dass man so eine Dichte sollte zu sein. Genau. Hoppla. Dann müssen wir uns noch ein paar schälen. Und auch hier haben wir eine spezielle Kartoffel eigentlich, sondern es ist eine sogenannte Wattkartoffel. Ja, die von der Ostsee, glaube ich, kommt. Von dem habe ich schon gehört. Im stillgelegten Watt quasi herangezogen wird und wächst.
und hat einfach dieses Salzige ein bisschen von der, vom Salzwasser halt. Ja, das klingt toll. Schauen wir mal. Machen wir die paar vielleicht noch dazu. Ich gebe dir gerade die schöne. Muss ich jetzt chillen, ne? Bumm, da werde ich mich blamieren. Ja, ja. Na, blamieren kann man bei uns. Kann sich bei uns niemand. Also das wird jetzt angeröstet, dass es ein bisschen Farbe hat. Kommt Butter dazu. Butter gibt Geschmack und natürlich auch Farbe. Ja? Und dann ist es halt ein böhmisches Waldbutterschaf. Aha. Was auch nennen, oder? So, wird das angeröstet, dann kommt ein bisschen Tomatenmark dazu. Ja, du machst das sehr gut. Na ja. Ja, sicher. Ja, das richtige Gerät. Lass mich mal einen Wein machen, nur das schaut anders aus. Und ihr habt ja, wenn du von Terroir sprichst, ihr seid ja zweigeteilt, oder? Ihr habt also im Kremstal Weingut. Genau. Und dann habt ihr in Apleton, heißt es, glaube ich. Apleton. Apleton. Neusiedlerseegebiet, also ganz an der ungarischen Grenze gelegen, Burgenland. War das früher Ungarn? Das hat früher zur österreich-ungarischen Monarchie gehört, also wie alles zusammen. Und die Burgenländer haben sich erst 1920 entschieden, also... Da hat es eine Volksabstimmung gegeben. Die Burgenländer haben sich damals entschieden, sie wollen zu Österreich und nicht zu Ungarn gehören, wie das da also damals getrennt worden ist. Und es ist ja so, dass Apetlon hieß früher Banfalo, oder? Genau. Und ein Wein von euch, der heißt Banfalo, genau. Weil er von dort herkommt. Ja. Und was zeichnet jetzt diese Gegend besonders aus, wenn man das über Wein spricht? Das ist die tiefstgelegene Gegend Österreichs. Dort liegt auch der tiefste Punkt Österreichs mit 114 Metern über dem Meeresboden. Also wenn in Österreich sagt, er hat einen Tiefpunkt, Meeresboden, dann, über dem Meeresspiegel. Genau, wenn Österreich sagt, er hat einen Tiefpunkt, dann könnt ihr auch meinen Nein, also nur der Tiefpunkt der Oberfläche. Und es ist auch der sonnenreichste Fleck Österreichs. Aha, okay. Und zusammen mit den Böden, die es dort gibt, das sind sehr, sehr dunkle, humose Böden, ist das ideal für Rotweine. Und wir haben durch auch die Wärme, die speichern wahrscheinlich auch die Wärme sehr lange, oder? Genau, wir haben auch dort großen Schwerpunkt auf Rot. Wir haben 80% Rotweinanteil. Unsere wichtigste Sorte ist der Zweigel. Der Zweigel, der zum Beispiel dort drinnen ist. Ja. Ja, ich bin schon ganz benommen. Wir müssen auch unbedingt mal ein Schlückchen trinken. Während wir im Kremstal 95% Weißweinanteil haben. Aha. Der einzige Rotwein, den wir im Kremstal machen, neben Grüner Veltliner, Riesling und Konsorten, das ist Pinot Noir. Aha. Und Pinot Noir ist ja der, da müsst man ein bisschen dazu helfen, ich bin zu langsam, gell? Na, es geht schon, kein Problem. Der Pinot Noir ist ja der Weißwein unter den Rotweinen, sagt man, und deswegen passt er ideal in dieses Klima und in die Terrassen, die wir da im Kremstal haben. Ja, schön, ja, das ist richtig. Ich habe mich da ein bisschen eingelesen und kenne natürlich die Weine auch schon ein bisschen. Habe mir gestern ein paar Flaschen besorgt, um die mal ein bisschen durchzuprobieren. Schon schön, einfach klasse. Und halt auch dieses Bewusstsein zu haben, zu wissen, wo es herkommt, wer es macht und wie es gemacht wird. Ja. Ganz toll. Also, wir machen das jetzt so. Tun jetzt die Kartoffel mit der Brühe übergießen, geben die in den Ofen. Die Brühe ist sehr gut gewürzt, damit die Kartoffeln auch schmecken. Hier haben wir den Rotwein reduziert. Machen das nochmal, geben das Lamm auf dieses Röstgemüse in ein bisschen Soße mit rein, nicht zu viel. Wir wollen ja Röststoffe und nicht, dass das Lamm uns kocht. Geben das in den Ofen rein und es wird ein Weilchen brauchen. Deshalb gehen wir ganz kurz in die Werbung und danach wird es weiter spannende Geschichten und mehr Storys über diesen tollen Wein geben. Und auf jeden Fall dann hoffe ich auch ein Gläschen zum Probieren. So, willkommen zurück. Bei uns hat sich natürlich in der Zwischenzeit einiges getan. Wir haben zum einen die Beilagen schon vorbereitet, zum anderen haben wir unserem Lämmchen noch eine schöne Kräuterkruste verpasst, dazu gleich mehr. Und wir haben mit Niki Moser gerade gesprochen, wir wollten keinen Wein von ihm trinken, weil er soll ja ein bisschen Bodenseeweine kennenlernen. Und lustigerweise haben wir hier einen Wein vom Lanz und da kannst du besser was drüber erzählen, der war bei dir... Und hat bei dir ein Praktikum gemacht, genau, auf dem Weingut, der, oder? Der Benny Lanz war vor ein paar Jahren bei uns Praktikant. Und mich freut es total, dass ich da heute nicht nur seinen Wein trinken darf, sondern dass wir uns nachher wahrscheinlich auch treffen. Weil man, ja, wenn ich schon mal da bin am Bodensee, dann... Ja, eben, wir haben ja noch, aber das war ja sporadischen Kontakt. Ein schöner Zufall, ist oder? Eine unheimlich nette Familie, die auch tolle Weine macht. Ja. Und mich freut es halt immer wieder, wenn ich die Leute wieder treffe. Eben, und die andere Sache, die ich dich eben probieren habe lassen, ist dann der Zwei-Linien-Wein vom Aufricht. Ja? Also einer definitiv unserer besten Winzer am See. Super, und, wirklich wahr. Ja,
schöne Sache. Ein toller Burgunder, muss man echt sagen. Und dein Wein ging heute mal zugunsten des Lamms in die Soße, aber wie du schon probiert hast, ist das nicht die schlechteste Entscheidung gewesen. Muss man auch für die Soße einen guten Wein. Genau. Also unserem Lamm haben wir jetzt eine Kruste verpasst und so schaut es dann aus, wenn es fertig ist. Soße, wir haben jetzt den Schmorfond vom Lamm genommen, haben den durch ein feines Sieb gegeben und richtig ausgedrückt, dass die Aromen und auch die Substanz von dem Gemüse, das da drin war, und der Wein natürlich, den wir verwendet haben, in die Soße geht. Ja, die hat jetzt auch eine schöne Konsistenz, wird mit einem kleinen bisschen frische Butter noch gebunden. Hier haben wir noch was gemacht mit ein paar Schalotten, Bodenseeschalotten natürlich, und wildem Brokkoli, einfach kurz geschmort, beziehungsweise leicht angebraten und mit ein bisschen Flüssigkeit und einem Deckel fertig gegart. Passt auch sehr gut dazu. Und jetzt kommen unsere Kartoffeln. Und die haben wir bei 180 bis 200 Grad gegart. Einfach deshalb, dass sie noch ein bisschen Farbe bekommen auch. Ja? Farbe und Aroma. Und da hat sich jetzt einfach die Flüssigkeit, nehme ich mal gar mal den Deckel weg. Genau, einfach. Die Flüssigkeit wurde jetzt von den Kartoffeln aufgesogen und ist jetzt in den Kartoffeln drin. Die Zwiebeln, die wir drunter gehabt haben, haben ihriges dazu getan. Und jetzt sollte das richtig, richtig gut sein. So, ich zeige dir mal schnell, wie man das macht. Und ich hole derweil das Lamm auf das Brett. Also ich würde einfach jetzt einen Löffel nehmen. Ich muss bloß aufpassen, die Griffe sind sehr heiß. Ich gebe dir mein Toscher. Einfach so einen Löffel nehmen, ja, und den mit der Zwiebel. Ja. Mit der Zwiebel und ein paar von den braunen Kartoffeln natürlich hier draufsetzen. Ich werde mich bemühen. Und daneben kannst du ein bisschen von dem Brokkoli machen. Okay. Und dann komme ich mit dem Lamm. Das hat jetzt noch ein paar Minuten Zeit zu ruhen. Also der Saft verteilt sich, findet ein Temperaturausgleich statt. Und dann sollte das eigentlich richtig gut sein. Und ich bin wirklich, wirklich gespannt auf dein. Ist das auch heiß da? Nein, die ist nicht heiß. Die war nicht im Ofen. Okay. Ja. Können wir die rübernehmen? Ja. Einfach würde ich es einfach genau in dem stehen. Würde ich einfach so ein bisschen hierher platzieren. Ja. Gut. Hier platzieren. Und wie schon gesagt, mache ich jetzt so ein kleines Flöckchen kalte Butter. Keine Hausschlichterportion, sondern wirklich ein kleines Flöckchen nur in die Butter reinmontieren. Kalte Butter enthält Lecithin und bindet somit Flüssigkeiten in gewissem Maße. Und deshalb kalte Butter und nicht warme Butter. Sadala. Jawohl, oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Jetzt bin ich natürlich irre gespannt. Jetzt bin ich auch gespannt. So, also. Hammer. Schmeckt schon so schon gut. Also, Messer hat man da vorne, glaube ich. Ja, genau. Sägemesser. So, dann nehmen wir uns dieses Stück. Das ist die große Nuss. Ja, passt. Passt perfekt. Ja. Also, schauen wir mal. Ja, schau das an. Na bitte. Da wird das Lamm in der Pfanne verrückt. Ja, das schaut super saftig aus. Ja. Ja. Also wie gesagt, wir haben einen Temperaturfühler verwendet, haben es auf 58 Grad Kerntemperatur gebracht, dann kurz ruhen lassen, Kräuterkruste draufgegeben oder ein paar Semmelbrösel mit Kräutern vermischt, geht auch. Und dann nochmal gratiniert. Ja, und dann ruhen lassen und dann müsste es so aussehen wie hier. Ja. Und jetzt kommt natürlich das Soßerl. Das Safterl. Den Safterl. Und einen guten Schluck Wein dazu und dann sind wir im siebten Winzerhimmel. Ja. So, nicht alles drunter. Genau. So, du darfst ja schon ein Besteck nehmen. Ja. Wunderbar. Was trinkt man dazu? Ein Aufricht, oder? Ja, ich glaube, das passt sicherlich gut. War der hier, oder? Ja, ich glaube. Das war dein Glasl und das ist meins. Gut, also. Ich meine, das ist jetzt richtig. Ich hoffe, das war jetzt richtig. Ja, ich glaube schon. Genau. Winzer sind ja nicht giftig im Allgemeinen. Ja. Also schön, dass du Dankeschön da bist und warst und noch ein bisschen bleibst. Ja. Jetzt schauen wir mal, sehr viel Freude. Was dein Lamm so kann. Okay. Okay. Bitte schön. Wein ist klasse. Wir dürfen ja dann später von deinem Wein noch ein bisschen probieren. Ja. Das wird bestimmt auch eine Sensation.
Das schneidet sich schon mal gut an. Es schneidet sich schon mal gut. Aber so wie sich das Fleisch angefühlt hat, war das richtig gut. Eben zart, aber trotzdem noch ein Biss. Und das zeichnet gutes Fleisch aus. Das ist Kartoffele. Und die Zwiebel vor allem. Köstlich. Ja? Köstlich. Ohne Worte. Die wilden Brokkoli. Ich würde jetzt einfach mal sagen, da gibt es nichts zu mosern. Perfekt. Schön. Mit diesem guten Gefühl im Bauch verabschieden wir uns und hoffen das nächste Mal wieder dabei. Tschüss. Jawohl.